37.000 Menschen bei uns gelten als spielsüchtig, darunter auch viele junge Migranten. Wegen des hohen Suchtpotenzials hat Berlin als erstes Bundesland im Juni 2011 neue Regelungen beschlossen, um die schier unendliche Automatenschwemme einzudämmen. Mehrere Casinobetreiber zogen dagegen vor Gericht. Nun haben die Richter am Verwaltungsgericht heute ihr Urteil gefällt. Berlins Spielhallengesetz ist verfassungsgemäß. Und jetzt heißt es für die Kläger Game Over oder nicht. Zocken bis zum Abwinken, nicht in Berlin. Das Geschäft mit den Groschengräbern bleibt weiter scharf eingeschränkt, so wie es das strenge Spielhallengesetz vor 2 Jahren festgeschrieben hat. Die Kläger wollten das Gesetz als nicht verfassungsgemäß kippen, die Richter sahen das anders. Und das bedeutet, 500 Meter Abstand zwischen 2 Spielhallen bleibt. Keine Spielhallen in der Nähe von Kinder- und Jugendeinrichtungen, kein Zocken rund um die Uhr. Das ist ein sehr guter Tag für Berlin. Unser Berliner Spielhallengesetz ist verfassungsgemäß und zwar in allen Punkten. Haben uns die Richter hier recht gegeben. Die Klagen wurden sämtlichst abgewiesen. Und ich glaube, da profitieren die Kieze und die Leute, die spielsüchtig sind, in Berlin ganz besonders. Enttäuschung dagegen auf der Klägerseite und bei der Automatenindustrie. Sie hatten sogar von Enteignung gesprochen, weil ihre alten Betriebsgenehmigungen 2016 automatisch erlöschen. Neue gibt's nur auf der Grundlage des neuen Gesetzes. Ein weiterer Vorwurf, die Spielbank Berlin würde jetzt vorteilhafter bewertet als die Spielhallen. In einer Spielbank sind mehrere hundert Glücksspielautomaten aufgestellt und in einer Spielhalle maximal 12 Unterhaltungsgeräte mit Geldgewinnmöglichkeit. Das ist ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen, das trifft es nicht. Trifft es doch, urteilten die Richter. Die Kläger wollen in Berufung gehen, dennoch tritt ein Teil des Gesetzes schon bald in Kraft und zwar die Reduzierung der Spielgeräte in Spielhallen von 12 Geräten auf 8 Geräte. Da das Gericht die Rechtmäßigkeit des Gesetzes bestätigt hat, wird diese Regelung dann eben auch unmittelbar zur Jahresmitte zur Anwendung kommen. Gaststätten dürfen künftig nur noch 3 Automaten aufstellen. Aber ein Problem kann heute nicht gelöst werden, das der sogenannten Café-Casinos. Wir haben eine ganze Reihe illegaler Spielhallen, die sich als Restaurants tarnen. Und da ist das Problem auch sehr groß. Und dagegen müssen wir auch vorgehen. Bleibt also noch viel zu tun in Sachen Spielhallen.